Also, dass ich mich ans Vloggen gewöhne, kann man jetzt wirklich nicht sagen. Das ist ungefähr der 5. Take. Ich laber nur Gülle. Furchtbar. Drehtag Nummer 1 zu Flo. Ich bin nicht dabei. Ich renne jetzt hier ein bisschen durch die Stadt und bin unweit von unserem Hotel in Gangnam. Das ist so ein bisschen die Posch-Ecke tatsächlich. Hier ist es richtig geil. Ja, sieht man ja. Sieht einfach mega, mega klasse aus. Ich war noch nie in Südkorea, beziehungsweise generell, ich war noch nie in Asien. Und ich gucke mir jetzt mal ein bisschen hier die Stadt an und nehme euch mit. Ich könnte einfach 100 Jahre lang ein und dieselbe Straße filmen, aus allen möglichen Winkeln und Richtungen. Das würde für uns, also für mich, würde es immer gleich aussehen. Alleine wenn ich mich jetzt mal da lang drehe und nicht überfahren werde. Ich meine, hallo, what the fuck? Und jetzt mal in die andere Richtung. Okay, das ist doch einfach nur ultra fett. Was soll man sagen? Ich werde immer ein bisschen schief angeguckt wegen meiner Tattoos, aber was soll's. Und die Leute sind so nett. Ich kannte Gangnam nur aus dem Song vom Psy, wie ihr wisst schon. Und wusste gar nicht, dass das ein Ortsteil von Seoul ist. Nicht nur, dass die Leute mich sowieso schon angucken, als wäre ich ein Außerirdischer. Bin jetzt noch beim Vloggen. Bin auch gerade in so einen New Balance Shop gegangen. Und da haben die mich, die haben gerade geöffnet und da standen irgendwie gefühlt 36 Mitarbeiter und ich bin reingekommen. Und ich bin, glaube ich, ein bisschen rot angelaufen, weil die mich angeguckt haben, als wäre ein Auto. Ende vom Lied ist, jetzt weiß ich, dass Gangnam ein relativ poschiger Teil von Seoul ist. Wie man jetzt hier im Hintergrund sieht, sind hier allerhand Boutiquen, Shops und so weiter und so weiter. Man kann hier einige Won, wie auch immer die Währung heißt, lassen. Ich fahre jetzt zur Yongsan Station. Da soll angeblich ein Markt sein, mit der Bahn, 33 Minuten, Flo dreht, ich erkunde die Stadt und mal gucken, ob man da was Schönes findet. Ich habe ja ein bisschen Bammel davor, dass ich das falsche Ticket kaufe, aber naja, mal gucken, wie diese U-Bahn oder was auch immer, wie die Bahn heißt, wie das funktioniert, werden wir gleich mal herausfinden. Ich muss jetzt zur 2 bis zur Sadang Station, da muss ich dann in die 4 steigen und dann bin ich irgendwie, da muss ich zur Sin Yong San Station fahren und dann 5 Minuten laufen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Das Schöne ist, dass man direkt sein Ziel eingeben kann und dann ist es nicht so schwer wie in Berlin, wahrscheinlich für Touristen, dass man sich einfach ständig das falsche Ticket holt, sondern wenn ich jetzt nur eine Tour fahren will, dann gebe ich an, wenn mir Google sagt, ich muss da und da hin, das ist die Route, dann kann ich da einfach mein Ziel eingeben, dann kriege ich den Preis, dann kriege ich genau das Ticket und dann kann ich nichts falsch machen. Für Touristen ist das spitzenmäßig. Ich muss ein neues Ticket kaufen. Und jetzt wird es ein bisschen teurer.
hier sind wir jetzt erstmal richtig. Also hat die Bahnfahrt einfach mal doppelt so lange gedauert, vielleicht sogar noch mehr als doppelt so lange. Jetzt muss ich zur Linie 4, dann nochmal 4 Stationen fahren und dann nochmal 5 Minuten gehen und dann bin ich da. Ist auch gut mit dem Gehen, weil sonst wäre ich nämlich gleich fast eingeschlafen. Ich würde nicht sagen, ich habe jetzt Jetlag, aber naja. Ich bin auch schon wieder seit 7 wach und jetzt ist es 3:30. Nee, 2:30. Und dann rein ins Getümmel. Alles klar. Ich habe gefunden, was ich suchte. Oder beziehungsweise was mir empfohlen wurde. Und das ist dieses kleine Gebäude. Dann werde ich mich jetzt mal in den Konsumtempel, in einen der Konsumtempel Souls schmeißen. Gucken, ob ich irgendwas Verrücktes finde. Oder was Nützliches. Das war mein Besuch in der Yongsan Station. Alles in allem interessant, definitiv, aber nicht ganz so, wie ich es mir erhofft habe. Als allererstes bin ich in so eine Art Karstadt gekommen oder Kaufhof, je nachdem, wie man will. Da habe ich dann gedacht, okay, dafür bin ich jetzt 33 Minuten hergefahren. Dann aber habe ich jemanden getroffen, der mir sagen konnte, dass es doch noch einen Elektronikfachmarkt gibt. Das war krass, also da gab es wirklich alles, so von den letzten analogen Kameras bis irgendwie zu den neueren digitalen Spiegelreflexkameras oder irgendwelchen spiegellosen Blablabla. Es war auch eine unglaubliche Auswahl an Objektiven, wirklich alles. Und ich habe eins gefunden, das ich gerne gehabt hätte. Leider Gottes habe ich mich verhört und ich dachte, es wäre ungefähr 200 Euro günstiger. Ja, und dann haben wir uns 20 Minuten unterhalten, dann habe ich noch ein bisschen was anderes ausprobiert und am Ende habe ich zum Glück nochmal nachgefragt und das war dann ein bisschen peinlich, also eigentlich sehr peinlich sogar. Der war auch sichtlich angestunken davon. Oh, ja. Naja, dann habe ich mich tausendmal entschuldigt und bin dann losschnell gegangen. Ja, und das war es leider Gottes. Ich hatte gedacht, dass ich in Korea mehr absahen kann an Technik, aber dem war nicht so. Und deshalb, naja, mal schauen, wie es in Japan wird. Jetzt geht's erstmal zurück ins Hotel.